Ja, meine Damen und Herren, auch wenn ich mir habe sagen lassen, dass die Hälfte noch in der Sonne sitzt, ändert das nichts daran, dass es 14.32 Uhr ist. Die Sitzung wird fortgesetzt. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Integration, Inklusion, Akzeptanz und Vielfalt an Hessens Schulen, Drucksache 19-3310. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Top 62 und kann, wenn nicht widersprochen wird, mit Top 10 aufgerufen werden. Dann kommen wir in der Tagesordnung zu Tagesordnungspunkt 40, dem Antrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend gemeinsamer Beschluss der Weser-Ministerkonferenz zum Bewirtschaftungsplan Salz, erstmals eine Basis für ein geschlossenes Vorgehen zur wirksamen Salzreduzierung in Werra und Weser, Drucksache 19-3278. Zu Wort hat sich gemeldet Frau Kollegin Erfurth, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben mit dem einvernehmlichen Beschluss der Weser-Ministerkonferenz vom 18. März in diesem Jahr beim Thema Kali und Salz erstmals eine umsetzbare und auf Dauer angelegte Lösung. Eine auf Dauer und angelegte Lösung für die Laugenabwässer aus der Produktion und was fast noch wichtiger ist, für die Haldenabwässer. Und das, meine Damen und Herren, ist eine gute Botschaft für Werra und Weser, und es ist auch eine verlässliche Nachricht für das Ende der Versenkung von Laugenabwässern in den Untergrund. Auch das ist eine gute Nachricht, auch wenn wir GRÜNE uns das Ende der Versenkung schon für das letzte Jahr gewünscht hätten. Erstmals haben sich mit diesem einvernehmlichen Beschluss der Weser-Ministerkonferenz alle betroffenen Bundesländer auf einen Maßnahmenplan verständigt, der sowohl den ökologischen Belangen Rechnung trägt und damit der Umwelt und dem Gewässerschutz und der auch gleichzeitig das Unternehmen, die ökonomischen Interessen des Unternehmens berücksichtigt. Das ist eine weitere gute Botschaft, nämlich aus der Einigung der Umweltministerinnen und Umweltminister. Weil die nicht unerheblichen Kosten für all diese nötigen Maßnahmen trägt nämlich nicht die öffentliche Hand. Diese Kosten werden vom Unternehmen gestemmt. Und dem Unternehmen wird damit die Möglichkeit eröffnet, wenn es unter Beachtung der Umweltauflagen weiter produziert, wird es die Produktion auch bis zum Ende und zur Erschöpfung der Lagerstätten aufrechterhalten können. Auch das ist ein positives Signal an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit an den Wirtschaftsstandort in Nordhessen. Das sage ich auch ausdrücklich in die Richtung der Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratie. Hier wird auch gemeinsam versucht, mit dem Unternehmen und mit dem Wirtschaftsstandort Nordhessen Lösungen zu finden, die zum Ausgleich von Naturschutz, Umwelt und dem Unternehmen führen. Es ist insgesamt eine runde Sache. Ich möchte mich bei Umweltministerin Priska Hinz bedanken, dass sie es mit ihrer unermüdlichen Arbeit an diesem wirklich schwierigen Komplex am Ende geschafft hat, Ministerkolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, dass es sinnvoll für den Gewässerschutz ist, hier gemeinsam zu einem Beschluss zu kommen. Herr Kollege Gremmels, es ist richtig, dafür werden Sie gewählt, dass Sie auch schwierige Fragen behandeln. Aber dieses, das werden Sie zugeben, war eine besonders knifflige Frage. Und nicht alle haben immer am gleichen Strang in die gleiche Richtung gezogen. Das muss man, glaube ich, auch berücksichtigen.
An der Haltung von Herrn Wenzel haben, glaube ich, auch einige Sozialdemokraten in Südniedersachsen ein gerüttelt Maß an Verantwortung, sage ich nur einmal so. Ich glaube, wir beide wissen, von wem wir reden. In dem Zentrum, ich habe gesehen, Herr Quanz, Sie wissen, von wem ich rede, im Zentrum der Lösung dieses Masterplan Salz steht die Vermeidung von Abwässern vor Ort. Da ist zunächst die KKF-Anlage, die das Unternehmen bis 2017 errichten wird und die die Produktionsabwässer um 1,5 Millionen Kubikmeter reduzieren wird. Und weiterhin wird das Unternehmen verschiedenste Möglichkeiten überprüfen und erproben, Laugenabwässer in nicht mehr benötigte Grubengebäude wieder nach Untertage zu bringen. Da gibt es unterschiedliche technische Möglichkeiten, die je nach Lagerstätte variieren können und die auch nicht an jedem Ort und überall gleich zu übernehmen und zu prüfen sind. Diese verschiedensten Möglichkeiten sind im Maßnahmenplan ab Seite 11, den ich Ihnen nur zum Studium mal empfehlen kann, das detaillierte Maßnahmenprogramm sich mal anzuschauen. Diese Lösungen finden Sie ab Seite 11 näher beschrieben, und daher erspare ich Ihnen an dieser Stelle technische Details. Es freut mich, dass Sie Ihren Kalender so weit vorplanen, Herr Rentsch, und auch schon 2075 im Auge haben. Aber erst einmal sollten Sie sich auf die kurzfristigen Zeiträume einlassen. Und wichtig ist es nämlich in diesem Zusammenhang, dass das Unternehmen auf weitere Forschung und Entwicklung für die Reduzierung der Salzeinleitung verpflichtet wurde. Und diese Maßnahmen finden Sie ab Seite 15 im Maßnahmenprogramm, sodass ich auch hier verzichte, auf technische Details einzugehen. Und dann im Jahr 2018, Herr Rentsch, auch das können Sie sich schon einmal vormerken, im Jahr 2018 wird dann 2018 für Menschen, die ein bisschen länger brauchen. Ja, das glaube ich, ja. Ich erwarte dann, dass ich demnächst das Jahr 2018 auf Ihrer Schuhsohle finde. Nein, Spaß beiseite. Im Jahr 2018, da werden wir dann alle gemeinsam schauen, erst einmal, ob das Jahr auf der Schuhsohle von Herrn Rentsch steht. Und dann werden wir schauen, ob all die Maßnahmen, die K&S machen soll, ob all diese Maßnahmen reichen, die Abwässer so weit zu reduzieren, dass wir auf die Pipeline an die Oberweser verzichten können. Das wird ein spannender Punkt werden, denn diese sogenannte temporäre Oberweser-Pipeline, die jetzt Werra-Bypass heißt, ist sicher ein kniffliger Punkt in dem Gesamtpaket. Und dann muss man, wenn man darüber redet, zunächst einmal zur Kenntnis nehmen, dass erstens dieser Werra-Bypass eine Option ist, eine Option für den Fall, dass alle anderen Maßnahmen nicht reichen. Und dann, dass dieser Werra-Bypass eine sehr viel niedrigere Abwassermenge beinhalten wird und für sehr, sehr viel weniger Abwasser gebraucht wird als ursprünglich vorgesehen, nämlich maximal 0,8 Millionen Kubikmeter Volumen pro Jahr. Und damit unterscheidet sich dieser Werra-Bypass nicht nur im Namen, sondern auch in der möglichen Ausführung ganz deutlich von der bisher im Gespräch befindlichen Oberweser-Pipeline. Das wird sich auswiesen, wie man bei uns daheim sagt, wie sozusagen die verfahrenstechnischen Dinge umgesetzt werden. Und Niedersachsen, jetzt kommt auch Niedersachsen ins Spiel, hat ja im Maßnahmenplan zum Ausdruck gebracht, dass nach seiner Auffassung Forschung und Entwicklung so weit fortentwickelt werden müssen, dass man auf die Ausleitung in die Weser verzichten kann. Ich verstehe das aus der Sicht der Niedersachsen. Es ist ja auch in Kassel-Land nicht unumstritten, diese Lösung. Aber da wird Maßstab aller Dinge sein, ob es ohne den Werra-Bypass gelingen kann, die Weser 2027 in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen und auch die Salzbelastung in der Werra zu halbieren. Das ist auch eine von den guten Botschaften, über die ich sprach. 2027 soll der gute ökologische Zustand in der Weser erreicht werden. Das sind 300 mg Chlorid am neu geschaffenen Pegel Wofzen in der Weser. Auch das ein ehrgeiziges Ziel, aber umsetzbar, wenn alle mitarbeiten. Applaus
Und am altbekannten Pegel Gerstungen, den wir ja schon aus langer Tradition kennen, soll die Salzbelastung in der Werra halbiert werden. Auch das eine gute Nachricht für die Werra, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass wir noch ein Stück weiterkommen. Das Kapitel Versenkung, auch ein schwieriges Kapitel, wird mit dem beschlossenen Bewirtschaftungsplan dem Ende entgegengeführt. Ich mache gar keinen Hehl daraus, dass wir uns das Ende der Versenkung schon viel früher gewünscht hätten. Und das Gute an dem Plan mit der Einigung mit K&S ist, dass es das Unternehmen jetzt endlich verstanden hat, dass die Versenkung enden muss und dass auch die Vermeidung und umweltverträgliche Entsorgung von Abwässern auf der Tagesordnung steht und da nicht wieder runterkommt. An diesem Punkt haben wir dem Unternehmen auch als schwarz-grüne Koalition sehr deutlich gemacht, dass es Sache des Unternehmens ist, genehmigungsfähige Unterlagen vorzulegen und nicht darauf zu hoffen, dass man sich irgendwann einmal so durchmauscheln kann. Für diese Standfestigkeit in der Koalition sage ich ausdrücklich Danke. Bis zum Schluss bleibt jetzt am Schluss das größte und sichtbarste Problem in der Kaliindustrie. Es sind die Abraumhalden. Die Abraumhalden und die daraus entstehenden Abwässer. Dafür gab es bisher keine gute und umsetzbare Lösung. Aber auch dieser schwierige Punkt wird im Bewirtschaftungsplan einer Lösung zugeführt. Es gibt erstmals eine Zeitschiene und ein Programm für Haldenabdeckung. Auch das ist neu, und hier hat das Unternehmen sich deutlich bewegt. Wenn ich noch an die ersten Gespräche mit K&S zurückdenke, in denen es immer hieß, Haldenabdeckung ginge nie und niemals, da scheinen mir Welten dazwischen zu liegen. Und da ist es gut, dass in diesem Masterplan Salz hier jetzt auch die Zeitschiene und das Programm festgelegt worden ist. Und dann habe ich noch, last but not least, eine gute Nachricht für die Umsetzungsphase. Es wird ein Begleitgremium geben, dass die Umsetzungsphase begleitet, sodass auch weiterhin offen und transparent über alles berichtet werden wird und berichtet werden kann. Und auch wir im Hessischen Landtag noch oft Debatten über K&S führen können. Insgesamt, meine Damen und Herren, eine runde Sache. Und ich bin froh, dass wir so weit gekommen sind und jetzt auch wirklich in Angriff nehmen können, die Belastung in Werra und Weser zu senken und zu einem guten Ende zu kommen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurt. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet Herr Abg. Landau für die CDU-Fraktion. Bitte schön, Sie haben das Wort. Auf jeden Fall. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Warum dieser Antrag und warum heute diese Diskussion? Deshalb habe ich die Frage hier auch aufgenommen und will sie auch beantworten. Die Bedeutung dessen, was dort in der Werra-Weser-Anrainer-Konferenz in der Flussgebietsgemeinschaft erreicht worden ist, noch einmal herauszustellen. Ich glaube, dass es von einigen auch hier im Hause nicht hinreichend gewürdigt worden ist, was dort sozusagen als Beschlusslage herbeigeführt worden ist. Ich darf alle noch einmal daran erinnern, wie denn die Diskussionslage vor nicht allzu langer Zeit war. Die Widerstände, die Kritik, die Vorbehalte, die vornehmlich in Niedersachsen formuliert worden ist, wo gar aus Hannover heraus der Rücktritt unserer Umweltministerin gefordert worden ist und wo man von einem dummen Agieren in Hessen gesprochen hat, all das ist ja noch nicht so ganz vergessen, zumindest bei uns nicht. Und da ist es dann schon erstaunlich, dass auf einmal ein solcher Beschluss, wie er am 18. März gefasst worden ist, zustande kam. Und da wollen wir schon herausstellen, welche Rolle unsere Umweltministerin, diese Landesregierung, dabei gespielt hat. Und ich glaube, da waren auch andere noch längst nicht so weit, wie sie es heute sind. Denn auch damals gab es Beschlüsse im Niedersächsischen Landtag, die eine klare Sprache gesprochen haben und die einvernehmliche Lösungen schlichtweg verhindert haben. Auch das kann man vielleicht noch einmal erinnern. Ich will aber noch einmal darauf zurückkommen, was dieser Beschluss bewirkt.
Er vermeidet oder verhindert, dass wir am Ende möglicherweise isolierte Bewirtschaftungspläne für jedes Bundesland gehabt hätten. Vielmehr haben wir jetzt einen flussgebietsweiten Vorgang. Ich glaube, wenn flussgebietsweit agiert wird, dann bringt das für Werra und Weser mehr, als wenn jedes Bundesland am Ende isoliert vorgeht. Das Zweite, was ich hier anführen will, ist, dass wir dort zu einer Lösung, einer Übereinkunft gekommen sind, die EU-konform ist. Das haben sozusagen die vorangestellten Abfragen in Brüssel so ergeben, dass das, was dort die zuständigen Umweltministerinnen und Umweltminister zustande gebracht haben, dass dies auch auf eine positive Beurteilung in Brüssel kommen wird. Es ist angesprochen worden, dass wir im Jahre 2018 ein gewisses Schicksalsjahr haben. Wir haben viele Maßnahmen dort zusammengeführt. Etliche Maßnahmen sind bekannt. Einige, da betreten wir Neuland. Und wir müssen halt schauen bis 2018, wie sie angelaufen sind. Wir müssen dann noch einmal eine Situationsbeurteilung vornehmen. Und zu dieser Situationsbeurteilung wird dann auch erst die Werra Pipeline oder der Werra Bypass gehören. Und der CDU-Fraktion ist schon wichtig, an der Stelle darauf hinzuweisen, dass wir finanziell wie auch technisch viel von dem Unternehmen K+S fordern. Wir wissen, und das haben wir in unserem Antrag auch formuliert, dass einige Sachen durchaus Pilotcharakter haben. Aber wir wissen auch, dass die beiden klassischen Entsorgungswege nicht die sind, die wir künftig noch groß nutzen wollen. Das ist zum einen die Versenkung, und das ist natürlich auch die Einleitung in die Werra. Die eine soll beendet werden, und die andere soll drastisch zurückgeführt werden. Aber wir müssen halt eben auch abwarten, wie die anderen Maßnahmen, die halt noch nirgends so ausprobiert worden sind, am Ende zum Erfolg führen. Ich bin da an der einen oder anderen Stelle relativ optimistisch, an der einen oder anderen Stelle aber auch abwartend skeptisch. Optimistisch bin ich, weil das KKF-Verfahren, das im nächsten Jahr komplett abgeschlossen ist, was ja noch einmal eine Reduzierung an Salzabwässern von 1,5 Millionen Kubikmetern im Jahr bringt, dieses Verfahren war vor wenigen Jahren so auch noch nicht erkennbar. Und die Forschung und Entwicklung durch K+S betrieben hat dieses Verfahren entwickelt, und es ist jetzt auch im Einsatz. Und was an der einen Stelle bei Forschung und Entwicklung möglich ist, sage ich, kann durchaus auch an einer anderen Stelle möglich sein. Die Kollegin hat es angesprochen. Das Ganze sehen wir natürlich auch nach dem Verursacherprinzip. Und wenn man das so sieht, dann ist auch klar, wer die ganzen Anstrengungen zu bezahlen hat. Ich habe ja eben das finanzielle Engagement schon angesprochen. Wenn ich dann beim Unternehmen bin, dann gestatten Sie mir, ich möchte nicht alles wiederholen, was im Einzelnen in den Plänen drinsteht. Lassen Sie mich noch einmal die Rolle von K+S hier thematisieren. Wenn die politische Seite einvernehmlich zu einer Lösung kommt, das Unternehmen auch mit einbindet, was zugegebenermaßen in einer schwierigen Situation aus mehrerlei Sicht ist, dann kann mitunter der Eindruck entstehen, wenn man gewisse Pressemitteilungen von K+S liest, dass torpediert wird. Ich wünschte mir mehr, dass das Unternehmen K+S seinerseits sich bewusst ist, dass die Politik im Rahmen eines engen Gestaltungsspielraumes, unter anderem aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie herrührend, alles versucht hat, um den Kali-Standort zu erhalten. Und wichtig ist, die Auflagen, die wir jetzt formuliert haben, die Zielwerte und Zeiträume, die wir formuliert haben, sind nicht gegen das Unternehmen gerichtet, sondern sie sind eine grundlegende Voraussetzung dafür, dass wir auch künftig noch ein osthessisches Kali-Revier haben und dass wir dort noch viele, viele Tausend Kali-Kumpel haben. So ist es richtig. Enttäuscht bin ich über das Unternehmen schon seit Langem, zunächst erst einmal aus einem Grund. Man hat in der Vergangenheit viel Zeit verstreichen lassen und sich jetzt eigentlich unnötig einem Zeitdruck ausgesetzt, um zu den jetzt formulierten Zielwerten zu kommen, die aber, was die Genehmigungen angeht, alle schon irgendwo absehbar waren. Aber ich bin auch von einer zweiten Stelle enttäuscht,
weil das Unternehmen zweimal mit ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern agiert hat. Am 1. Dezember, indem in Hattorf in den Zwangsurlaub geschickt wurde, und am 1. April dieses Jahres, als in Hattorf und Unterbreitsbach Kurzarbeit ausgerufen wurde. Es gab keine Notwendigkeit dafür. In beiden Fällen war es sozusagen ein Statement des Unternehmens in Richtung die Politik. Im Dezember betroffen die Übergangslösung bis 2016, und jetzt im April betreffend das, was in der FGG beschlossen worden ist. Ich bedauere das. Ich denke, dass das Unternehmen die Größe eigentlich haben müsste, anders zu agieren. Die Politik hat jedenfalls, und das will ich noch einmal ganz deutlich herausstellen, alles getan, um im Rahmen seiner Möglichkeiten dem Unternehmen und den Kalikumpeln beizustehen. Und da kann man auch von dem Unternehmen ein etwas anderes Auftreten einfordern. Ich komme zum Schluss. Das, was am 18. März erreicht worden ist, war lange Zeit so nicht zu erwarten. Es ist dem Engagement dieser Landesregierung, ich hatte es gesagt, zu verdanken. Es ist aber auch etwas zu verdanken, was auch von Teilen dieses Hauses stark kritisiert worden ist, nämlich der Vier-Phasen-Plan. Dieser Vier-Phasen-Plan ist am Ende in den Bewirtschaftungsplan und dort in den Masterplan Salz aufgegangen. Er ist an der einen oder anderen Stelle verschärft worden. Das war notwendig, um die anderen Bundesländer mit in das Boot zu bekommen. Es sind alles Zielwerte und Zeiträume, die erreichbar sind, allerdings mit großem Engagement des Unternehmens. Auch das hatte ich herausgestellt. Insofern freue ich mich erst einmal, dass wir für die Zustände der Wasserqualität an Werra und Weser einen großen Schritt getan haben. Aber ich bin mir, liebe Kolleginnen und Kollegen, sicher, dass wir noch weitere Schritte tun müssen und dass wir auch noch weitere Debatten hier führen müssen. Ich hatte ja das Schicksalsjahr 2018 eingeführt. Insofern keine letzte Diskussion, aber ein guter Zwischenschritt. Und der hat es auch verdient, hier heute diskutiert zu werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Landau. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet Frau Abg. Schott für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Respekt an die GRÜNEN. Es gehört Chuzpe dazu, hier einen Antrag vorzulegen, in dem Sie sich loben für einen Bewirtschaftungsplan, der weder den Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie entspricht, noch die Kritik der Europäischen Kommission vom Oktober 2015 abarbeitet. In den Wasserrahmenrichtlinien steht, dass die Wirksamkeit der angekündigten Maßnahmen durch Machbarkeitsstudien belegt werden muss. Zentrale Maßnahmen im Plan wie Haldenabdeckung und Laubeneinstapelung finden sich aber noch im Versuchsstadium, und im Grunde wissen wir, dass beides nicht geht. Die Kommission fordert ein, dass der Abschluss von alternativen Entsorgungswegen wie Eindampfen der Abwässer oder Rückbau der Salzhalden ausreichend begründet werden muss. Der Hinweis, dass die Aktiengewinne kleiner werden, reicht als Begründung dafür nicht aus. Die prognostizierte Entlastung der Gewässer kommt zu spät und ist zu gering, und die mögliche Oberweser-Pipeline verstößt gegen das Verschlechterungsverbot. Darüber hinaus ist sie in Nordhessen nicht durchsetzbar. Es ist noch nicht einmal sicher, dass die Kommission anerkennt, dass der Weserrat den Bewirtschaftungsplan einstimmig beschlossen hat. Der Thüringer Landtag lehnt Laubenverpressung ab. Niedersachsen ist gegen die Pipeline. Es reicht nicht aus, wenn man im Weserrat einstimmig beschließt, unterschiedlicher Meinung zu sein und Minderheitenvoten in einen Plan aufnimmt. Die grünen Umweltministerinnen und Umweltminister schützen mit diesem Plan vor allem ihre hessische Kollegin, aber nicht die Umwelt und schon gar nicht die Arbeitsplätze. Aufgrund dieses Plans wird das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland nicht eingestellt. Zu so einer Einschätzung kann man nur kommen, wenn man die Schreiben der EU nicht ernst nimmt und ihre Inhalte nicht weitergibt. Beides hat die hessische Umweltministerin getan. Frau Hinz hat die Landtagsabgeordneten und die Öffentlichkeit nicht einmal richtig über die Kritik der Kommission informiert.
Im Gegenteil behauptet sie in der Sitzung des Umweltausschusses am 12.11.15, das Vertragsverletzungsverfahren sei ausgesetzt worden. Mir liegt ein Schreiben der EU-Kommission vom 29.03.2016 vor, in dem es heißt, und ich zitiere hier, die Aussage ist nicht richtig. Das Verfahren ist nicht ausgesetzt und war auch zum Zeitpunkt der von Ihnen bezeichneten Aussage nicht ausgesetzt. Wie deutlicher brauchen Sie es eigentlich noch? Das Mahnverfahren ist auch jetzt nicht ausgesetzt, Frau Ministerin. Um nicht wieder eine Rüge wegen unparlamentarischen Verhaltens zu bekommen, nenne ich das jetzt einfach einmal gezielte Desinformation. Es ist nicht das erste Mal, dass die hessische Umweltministerin das Parlament und die Öffentlichkeit gezielt desinformiert. Das hat sie bereits mehrfach in der Frage der Gefährlichkeit der Versenkung getan. Wiederholt haben Sie, Frau Hinz, behauptet, dass durch die Versenkung von Salzabwässern keine Gefahr für das Trinkwasser ausgeht. Das haben die GRÜNEN noch vor ihrer Regierungsbeteiligung anders gesehen, und das wissen Sie als Ministerin jetzt auch besser. Sie wissen es besser, weil Ihre eigene Fachbehörde, das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, in mehreren Stellungnahmen auf die Gefährlichkeit der Versenkung hingewiesen hat und die Einstellung angemahnt hat. Seit 2014 hat das HalNUK vom Umweltministerium aber quasi einen Maulkorb verpasst bekommen, und die grüne Umweltministerin verbreitet die absurde Geschichte von K+S, dass die Versalzung des Grundwassers ein natürlicher Vorgang sei. Auch K+S wusste offenbar schon seit den 80er Jahren, dass die Abwässer unter dem Kalirevier sich unkontrolliert ausbreiten. Das belegen die bei der Hausdurchsuchung bei K+S im September 2015 sichergestellten Unterlagen. Wer den Artikel im Spiegel vom vergangenen Samstag liest, bekommt einen Eindruck, mit welchen Machenschaften K+S versucht, die Gefährlichkeit der Versenkung zu vertuschen. Man erfährt aber auch, wie thüringische und hessische Behörden dabei geholfen haben. Dass diese unlautere Zusammenarbeit nur frühere Genehmigungen betreffen, wie die Umweltministerin uns auf Anfrage im März mitteilt, ist auch gezielte Desinformation. Auch für das aktuelle Genehmigungsverfahren ermittelt die Staatsanwaltschaft, und das liegt im Verantwortungsbereich von Frau Hinz. Und wer noch mehr dazu wissen will, der kann sich doch schon einmal den Hinweis der Wirtschaftswoche herausholen für das, was demnächst kommen wird. Da kann man noch mehr nachlesen. Weil die Hessische Landesregierung weiter Ökodumping betreibt, enthält der Bewirtschaftungsplan immer noch die trinkwassergefährdende Versenkung, aber auch folgenden Hinweis. Um die Bewirtschaftungsziele im Grundwasser erreichen zu können und den diffusen Einträgen in die Werra hinreichend zu reduzieren, ist die Einstellung der Versenkung erforderlich. Die Beendigung der Versenkung ist die einzige Maßnahme, die den Zustand im Grundwasser nachhaltig und dauerhaft verbessert. Damit bestätigen dann die beteiligten 7 Bundesländer, dass die Versenkung den Zielen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie entgegensteht und deshalb die Genehmigungsfähigkeit ausgeschlossen ist. Eine weitere Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, wie im Masterplan beschrieben, ist überflüssig. Wir fordern die Ministerin auf, die Arbeiten am Genehmigungsverfahren sofort einzustellen. K+S kann begründet werden, dass es für diese Art der Abwasserentsorgung keine gesetzliche Grundlage gibt. Im Gegenteil. Sie ist verboten, und verboten war die Versenkung auch schon bei den letzten Genehmigungen. Es ist mehr als skurril, dass Behörden einen Antrag auf etwas bearbeiten, das verboten ist, und dass die zuständige Ministerin dem Antragsteller eine Genehmigung in Aussicht stellt. Mit Rechtsstaatlichkeit hat das nichts mehr zu tun. Was wir hier erleben, ist nicht nur ein Umweltskandal. Es ist auch ein Behörden- und ein Wirtschaftsskandal. Gewinne aus Bodenschätzen sind ohne Rücksicht auf die Umwelt privatisiert worden. Das Ökodumping der letzten Jahrzehnte hat den Konzern in die Lage versetzt, in Kanada zu investieren und jetzt die Produktion in Deutschland vorzeitig zurückzufahren. Das war schon lange der Plan der Konzernleitung, zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zulasten der Allgemeinheit, unserer Umwelt und mit Unterstützung der hessischen Regierung. Anstelle weiterer Versenkgenehmigungen zu erteilen, hätte die Ministerin neue Begehrlichkeiten von K+S zur Fortsetzung des Ökodumpings eine Absage erteilen müssen.
und sich nicht jetzt dafür loben, dass die Absage irgendwann in Zukunft erteilt wird. Der Konzern muss auf umweltverträglichere Entsorgungsverfahren verpflichtet werden, und die gibt es. Also, Sie brauchen nicht wieder dazwischen zu rufen, Frau Dorn, so wie die EU-Kommission es fordert. Das sichert die Arbeitsplätze im Kali-Revier. Stattdessen macht die hessische Umweltministerin sich mit K&S gemein und verbreitet deren Ammenmärchen. Damit wiederum gefährdet sie die Arbeitsplätze. Fast wöchentlich werden neue Details über die betrügerischen Machenschaften von K+S, den wirklichen Zielen des Konzerns, aber auch der Verquickung mit Behörden und Politik bekannt. Die Verantwortlichen bei K&S sind aber auch bei den hessischen Behörden müssen zur Rechenschaft gezogen werden, und der Filz muss aufgelöst werden. Der Antrag von CDU und GRÜNEN hat nicht viel mit der Realität des Konzerns und der Gesetze zu tun. CDU und GRÜNEN machen den Beschäftigten von K+S und der Öffentlichkeit etwas vor, um über die Legislatur zu kommen. Auch dafür verbreiten sie gezielte Desinformationen. Arbeitsplätze erhalten geht anders. Es wird nur möglich sein, jetzt umweltgerecht umzusteuern. Machbar ist das, man muss es nur wollen. Danke, Frau Schott. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Frankenberger zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wieder einmal debattiert der Hessische Landtag zu Kali und Salz. Kali und Salz scheint sich hier im Landtag zu einem echten Dauerbrenner zu entwickeln. Und lassen Sie mich zu Beginn meiner Ausführungen mal auf Frau Schott eingehen, weil mich das, was Frau Schott hier gemacht hat, sehr ärgert und weil ich in diesem Punkt ziemlich empfindlich bin. Ich glaube, meine Partei auch. Frau Schott, mich hat in der Vergangenheit die Informationspolitik von K&S auch geärgert. Ich glaube, dass da auch viel Vertrauen verloren gegangen ist. Aber hier so zu tun, als wäre das alles, was im Moment im Spiegel steht, alle schon bewiesen und die Leute werden rechtskräftig verurteilt, das geht in einem Rechtsstaat nicht, liebe Kollegin Schott. Noch gilt die Unschuldsvermutung, und die Zeiten, wo eine Partei entschieden hat, was Recht und Gesetz ist und wer schuldig ist, die ist vorbei in Deutschland, meine Damen und Herren. Der Kollege Landau hat in seinen Ausführungen darauf hingewiesen, dass das Unternehmen Kali und Salz hat wertvolle Zeit verstreichen lassen. Herr Kollege Landau, das kann ich auch so unterstreichen. Aber es ist aber nur eine Seite der Wahrheit. Herr Landau, Ihre Partei, die CDU, regiert seit 17 Jahren in Hessen, und das Unternehmen kann immer nur unter bestimmten politischen Rahmenbedingungen agieren. Und insofern sind auch Sie verantwortlich, dass in den letzten 17 Jahren wertvolle Zeit verstrichen ist. Und jetzt arbeiten wir unter Zeitdruck, müssen Lösungen erarbeiten. Und wir wissen das alle, die vorgeschlagenen Lösungen werden da nicht unbedingt besser. Meine Damen und Herren, die Leidtragenden sind die 4.500 Beschäftigten in der Kali-Industrie, und insgesamt sind dann 7.000 Arbeitsplätze betroffen. Und Sie sind es, die letztendlich die Untätigkeit der ehemaligen CDU-Umweltminister ausbaden müssen und die sich wahrscheinlich oft genug in den letzten Jahren wahrscheinlich die Frage gestellt haben, wird es unsere Arbeitsplätze in den nächsten 15 Jahren noch geben? Können wir davon ausgehen, dass die Politik an unserer Seite steht, wenn es um die Sicherung unserer Arbeitsplätze geht? Meine Damen und Herren, die Kumpels in den Kali-Bergwerken können sich bei der SPD sicher sein. Wir stehen an ihrer Seite, wenn es um ihre Arbeitsplätze geht. Und die CDU hat es durch ihre Untätigkeit in den letzten Jahren aber geschafft, dass nicht nur die Beschäftigten in den Werken tief verunsichert sind. Sie hat es auch geschafft, dass die Befürchtungen derer, die sich um die Zukunft der Umwelt, der Qualität des Wassers in unseren Flüssen, des Trinkwassers sorgen, dass die eben auch nicht kleiner geworden sind. Meine Damen und Herren, die CDU-geführten Regierungen haben es also geschafft, sich mit ganz vielen anzulegen,
weil sie eben nicht in der Lage waren, eine mit Kali und Salz abgestimmte nachhaltige Lösung für die Salzabwasserproblematik zu erreichen. Meine Damen und Herren, aber uns ist es auch wichtig, dass man bei dieser Debatte auch einmal darauf hinweist, dass die Wasserqualität der Werra gemessen an Frühraumbelastungen, da ist einiges erheblich besser geworden in den letzten Jahren. Das ist alles nicht zufriedenstellend, das weiß ich auch, aber die chlorithaltigen Restwässer seit 2006 sind von 14 Millionen auf 7 Millionen Kubikmeter reduziert worden. Und ich finde, man sollte einen solchen Erfolg dann auch nicht kleinreden. Denn auch wir wissen, dass Kali und Salz dabei einen erheblichen finanziellen Aufwand stemmen mussten, meine Damen und Herren. Und das ist für uns ein Beispiel für einen gesunden Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie. Und, Frau Ministerin Hinz, wir haben auch kein Problem damit zu sagen, dass es in Hessen unter Schwarz-Grün, seit es die grüne Umweltministerin gibt, sich da einiges durchaus in den letzten Jahren bewegt hat, meine Damen und Herren. Das ist für uns überhaupt kein Problem. Nun kann man vorwerfen, nun kann man einwerfen, dass das ist das Mindeste, was man von einer Landesregierung erwarten kann, dass sie sich um Lösungen bemüht. Das stimmt. Aber eben das war bei der CDU nicht der Fall, meine Damen und Herren. Sie haben in die Hände in den Schoß gelegt und versuchen jetzt allein die Verantwortung auf das Unternehmen abzuschieben. Und das ist nicht redlich, meine Damen und Herren. Ja. Ich habe mir schon gesagt, seit Frau Hinz Umweltministerin ist, bewegt sich bei dem Thema etwas. Nicht alles ist so restlos überzeugend, aber es ist gemessen an dem, was wir vorher erlebt haben, doch schon einiges. Ich erspare mir an dieser Stelle, was eine heutige Oppositionspartei GRÜNE sagen würde, wenn sozusagen sie die Maßnahmen zu beurteilen hätte, die Frau Hinz in den letzten drei Jahren abgeliefert hat. Ich lasse das einmal sein. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nicht auslassen. Vor über zwei Jahren, hat Frau Hinz gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden von Kali und Salz, Herr Steiner, den sogenannten Vier-Phasen-Plan verkündet. Inhalt dieses Plans war die Lösung der Salzabwasserproblematik in vier Stufen bis zum Jahr 2075. Den Zeithorizont kann man immer kritisieren. Und es waren, glaube ich, nicht wenige, die damals gesagt haben, das dauert alles viel zu lange. Heute wird sich immer wieder auf den Vier-Phasen-Plan berufen. Allerdings, Frau Hinz, Sie haben vorhin eingeworfen, es wäre niemals geplant gewesen, das in eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung münden zu lassen. Also, ich habe das anders in Erinnerung. Ich habe das anders in Erinnerung. Und ich muss einfach einmal feststellen, bis heute ist da nichts unterschrieben worden. Also insofern, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und da schwingt auch, glaube ich, ein bisschen das Prinzip Hoffnung mit. Meine Damen und Herren, und das gehört auch dazu, wenn man eine Debatte über den Bewirtschaftungsplan macht, niemand kann heute sicher sein, ob die Maßnahmen des sogenannten Masterplans Salz, sie wurden schon genannt, KKF, Haldenabdeckung, Einstapeln, den gewünschten Erfolg bringen werden. Und der Masterplan Salz wird ja auch in allen Punkten von dem Unternehmen selbst nicht so mitgetragen. Die Einstapelung unter Tage wird von K&S kritisch beurteilt. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Realisierbarkeit in den kommenden Jahren zunächst noch intensiv untersucht und geprüft werden muss. Insofern ist zum Jubel noch viel zu früh. Wir müssen mal abwarten, was sozusagen die Ergebnisse, wenn wir in 2018 einen Strich drunter ziehen, was die bringen werden. Aber, meine Damen und Herren, und das ist ein höchst ärgerlicher Vorgang, was wir heute jedoch schon beurteilen können, ist die Doppelmoral des niedersächsischen Umweltministers Wenzel, meine Damen und Herren. So konnten wir am 3. April 2016 lesen, Umweltminister Wenzel ermahnt Hessen, damit waren Sie gemeint, Frau Hinz, und Kali und Salz. Das muss man sich einmal verdeutlichen. Am 18. März 2016 stimmt Herr Wenzel dem Masterplan Salz zu
Und am 3. April, 14 Tage später, kritisiert Herr Wenzel Hessen und distanziert sich dann von den Beschlüssen, denen er vor 14 Tagen noch zugestimmt hat. Meine Damen und Herren, so schafft man kein Vertrauen. Und ich glaube, Vertrauen Vertrauen ist etwas, was wir angesichts der Erfahrungen in den letzten Jahren bei diesem Thema dringend nötig haben. Denn hier ist in der Vergangenheit viel Vertrauen verloren gegangen. Meine Damen und Herren, ich sage das jetzt ganz ohne Vorwurf. Diese Debatte, da bin ich fest von überzeugt, und auch meine Partei, kann man zum Schluss nur mit Transparenz und Vertrauen gewinnen. Das sage ich insbesondere an die Kollegin Schott. So werden Sie die Debatte um Kali und Salz, meine Damen und Herren, von den LINKEN nicht führen können. Denn das trägt nur zur Verunsicherung der Arbeitnehmer bei, aber nicht dazu bei, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen, wir wissen, dass bei der Politik die Arbeitsplätze gut aufgehoben sind. Ich glaube, dass das Aufklären eher dazu dient, liebe Kollegen von den LINKEN, dass Sie Hysterie verbreiten wollen und daraus politischen Honig saugen wollen. Aber das ist, finde ich, schäbig, dass Sie das auf Kosten der betroffenen Kumpels in den Bergwerken machen wollen, meine Damen und Herren. Und ich möchte zum Schluss meiner Ausführungen noch einige Bemerkungen zu einem wegweisenden Beschluss des Landtages Niedersachsen machen, weil ich glaube, das gehört hier auch dazu. Meine Damen und Herren, in Niedersachsen wird gefordert, Produktionsreduzierung, und das geht jetzt an alle, die diesen Beschluss mitgetragen haben. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ich etwas bei der Sozialdemokratie in Sachsen falsch finde, das auch zu sagen, ist Unsinn. Denn die Prozesse, die sind so organisiert, dass sich die Reduzierung nur auf die an den Schachtanlagen vorhandenen Fabriken auswirkt und weiter nicht. Und es ist auch nicht glaubwürdig, Niedersachsen, wenn man auf eventuelle Probleme bei der Salzeinleitung in der Nordsee bei Abwässern aus hessischen Flüssen hinweist, aber auf der anderen Seite überhaupt kein Problem damit hat, 80 Millionen Tonnen salzhaltiger Abwässer aus Niedersachsen in die Nordsee zu pumpen. Es gibt bei dem Salz kein Gutes aus Niedersachsen und kein Schlechtes aus Hessen, meine Damen und Herren. Das sollte man den Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen auch deutlich sagen. Wir als Sozialdemokraten werden den weiteren Prozess konstruktiv und kritisch begleiten. Und er wird auch aus unserer Sicht nun zum Erfolg führen, wenn es bei allen Beteiligten Vertrauen und Transparenz gibt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke, Herr Frankenberger. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Lenders das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte zu Anfang auch erst einmal darauf eingehen, was die Frau Schott und aber auch der Herr Landau hier gesagt haben. Meine Damen und Herren, die Anschuldigungen von Frau Schott sind ja schon sehr gravierend. Und da muss man sagen, also das erste Mal, was Sie gesagt haben, Sie wären gezielte Falschinformationen seitens der Landesregierung Richtung Parlament. Also, Frau Schott, also ich finde schon, dass wir so fair miteinander umgehen müssen, dass wir sagen müssen, gerade in dem Punkt hat die Landesregierung wohl uns immer wirklich gut informiert. Gezielte Falschinformationen, also eine bewusste Lüge an das Parlament, das würde ich dann für uns doch dann ganz weit von uns weisen. Und meine Damen und Herren, Frau Schott, bei den Vorwürfen, die Sie gemacht haben Richtung dem Unternehmen. Also wenn die Vorwürfe, wenn Sie da wirklich Anhaltspunkte für haben, wenn Sie da Beweise dafür haben, was Sie da machen, dann muss ich Sie ja fragen, haben Sie eigentlich mal da eine Anzeige erstattet? Also wenn es stichhaltig ist, was Sie hier dem Unternehmen vorwerfen, dann wären Sie ja quasi als guter Staatsbürger aufgerufen, selber eine Anzeige zu erstatten, aber nicht hier irgendwelche nebulösen Vorwürfe zu machen, die man hier locker von so einem Rednerpult machen kann, aber die dann einfach nur im Raum stehen bleiben, die man dann kaum mehr entkräften kann. Und Herr Landau, also der Kollege Frankenberger hat Ihnen das jetzt auch schon einmal ins Gebetbuch geschrieben. Also langsam frage ich mich allen Ernstes, welche Stellung das Unternehmen Kali und Salz eigentlich bei der CDU hat.
Also, nachdem Sie jetzt diese Rede gehalten haben, und am schlimmsten finde ich eigentlich den Vorwurf, den Sie hier sehr deutlich gemacht haben, das Unternehmen würde bewusst Produktionen drosseln, verspätet wieder anfahren, um ein Statement, um ein politisches Statement, eine Botschaft zu senden. Also, Sie glauben doch wohl nicht allen Ernstes, dass ein Unternehmen, das beim DAX notiert ist, so leichtfertig, ja, war. Aber da muss man auch mal fragen, wo ist da Ursache und Wirkung? Da muss man auch mal fragen. Aber Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass ein Unternehmen mit so vielen Mitarbeitern so leichtfertig mit solch einer Botschaft umgehen, welche Botschaft das an die Börse hat, brauche ich nicht weiter ausführen. Und ich bin dann auch etwas enttäuscht, dass Sie, Herr Landauer, dann nicht das anerkennen, was wir geschaffen haben, auch teilweise in gemeinsamer Regierungsverantwortung. Man muss ja immer mal sehen, Herr Frankenberger hat darauf hingewiesen, wo kommen wir denn her bei der Einleitung von Abwässern in die Werra und in die Weser? Da ist ja schon viel gemacht worden. Und wenn man sieht, welchen Weg man noch gehen will, der ist ja sehr ambitioniert. Und dann kann man sich dann noch fragen, warum. Na gut, das ist politisches Handwerk, dass die regierenden, tragenden Fraktionen solch einen Antrag einbringen. Aber ob das immer klug ist, unternehmerisches Handeln jetzt hier auch immer in solche Debatten mit reinzubringen, ein hochsensibles Thema wie die Oberweser-Pipeline, wo Bürger hochsensibel sind, hier dann immer wieder zu diskutieren, ich weiß nicht, ob das klug ist oder ob wir nicht eher rausgehen müssen und mit den Menschen reden, um dort Verständnis und Akzeptanz zu schaffen, ob das nicht besser wäre, als das hier immer zur politischen Diskussion zu bringen. Ja, Frau Staatsministerin, ich kann Sie da gut verstehen. Ein Plenum mal ohne K&S wäre vielleicht auch mal hilfreich gewesen. Ich glaube, wir haben genügend andere Dinge, über die wir auch trefflich diskutieren können. Meine Damen und Herren, Einigkeit aber in diesem Hause sollte doch auf jeden Fall darin bestehen, dass Produktionseinschränkungen wirklich das allerletzte Mittel sein können und dass Produktionseinschränkungen am Ende Arbeitsplätze und die Standorte, die Produktionsstandorte in Hessen gefährden und dass das hier in diesem Haus keiner möchte und dass das auch jeder alles dafür tut, dass das nicht passiert, sollte Konsens sein. Jetzt haben wir die Rahmenvereinbarung. Da müssen wir uns bei aller Information natürlich fragen. Frau Staatsministerin hat immer darauf hingewiesen, das ist jeder Abschnitt, der darin vereinbart ist und der da aufskizziert worden ist, jeder einzelne Abschnitt unterliegt seinem eigenen rechtlichen Vorbehalt. Man stellt sich natürlich die Frage, welchen rechtlichen Wert hat denn diese Vereinbarung? Vor allen Dingen, wenn wir dann nach Niedersachsen schauen und dann zu dem Kollegen von Frau Staatsministerin Hinz, dem grünen Kollegen in Niedersachsen. Aber auch das, was das Unternehmen selber dazu sagt. Wir haben in dieser Vereinbarung ist geregelt die KKF, da ist geregelt empfohlen die Einstapelung, die Haldenabdeckung, aber eben auch die Oberweser-Pipeline ist ausdrücklich erwähnt. Wenn dann das Unternehmen selber mit einer Presseinformation vom 18. März sagt, Kritik am Masterplan Salzreduzierung, weil, und das habe ich an dieser Stelle auch öfters schon gemacht, dieser Masterplan enthält eben auch viele Unbekannte. Ich habe Ihnen immer genannt, die Abdeckung der Halden ist so etwas Ähnliches, als wenn Sie versuchen, einen Wackelpudding abzudecken und ihn vor Wasser zu schützen. Ob das gelingen kann, weiß ich nicht. Sie haben unsere vollste Unterstützung, dass das gelingen kann, aber das Ende ist noch offen. Und das Unternehmen sagt es selber, was die Einstapelung anbelangt. Ob die Einstapelung tatsächlich allumfänglich gelingen kann und ob wir dann tatsächlich auf eine Oberweser-Pipeline verzichten können, alleine, es bleiben da große Zweifel. Man muss es machen, man muss sämtliche technischen Möglichkeiten ausschöpfen, aber am Ende ist nur die Oberweser-Pipeline der einzige Entsorgungsweg, der definitiv funktioniert. Und wenn wir die Produktionseinschränkungen nicht verursachen wollen, dann muss man den Menschen reinen Wein einschenken und sagen, so eine Oberweser-Pipeline wird wohl gebraucht werden. Der Kollege Wenzel aus Niedersachsen, das fand ich ja besonders nett, dass er dann sagt, dass er jetzt mit der Firma Q-Tech
Kontakt aufgenommen hat, um zu klären, ob es dort nicht komplett auf eine Salzeinleitung verzichtet werden kann. Das war jetzt ein bisschen wie ein Déjà-vu, weil die Firma Qtec ist uns hier auch in Hessen immer begegnet. Frau Staatsministerin, vielleicht sollten Sie Ihren Kollegen mal über Ihre Erkenntnisse über die Firma Qtec unterrichten und über die wirtschaftliche Möglichkeit einer solchen Eindampfung. Das haben wir aber auch an anderer Stelle. Wenn Niedersachsen von sich aus sagt, es mag zwar da in der Vereinbarung drinstehen, interessiert uns aber alles nicht als Niedersachsen und sagt, wir lehnen jegliche Pipeline ab. Da fragt man sich natürlich immer, ja, welchen Wert hat denn das Papier, jetzt, was da unterschrieben worden ist? Da kommen einem dann zumindest mal Zweifel. Da kommen einem doch immer mal Zweifel. Meine Damen und Herren, ich glaube, es wäre klug, nicht immer jeden neuen Aspekt, den es bei Kali und Salz gibt, hier zu Debatten zu machen, zum Inhalt von politischen Auseinandersetzungen zu machen. Ich glaube, dass es klug wäre, mal ein Zeitfenster abzuwarten, den Menschen auch klarzumachen, 2018 ist jetzt ein Zielfenster. Wie groß Stapelbecken werden können in Nordhessen sein müssen, können wir wahrscheinlich erst abschließend dann überhaupt wirklich beurteilen. Und dann aber heute schon damit anzufangen, ähnlich wie das beim Frankfurter Flughafen war. Monitoringprogramm seitens der Landesregierung, in den Dialog eintreten mit den Menschen in Nordhessen zu sagen, was ist ihr, was habt ihr eigentlich davon, auf was müsst ihr euch einstellen, ihr hier in Nordhessen, wo ihr grundsätzlich erstmal pauschal und objektiv gesehen eigentlich gar keinen Nutzen habt. Und das ist eine Aufgabe, die die Landesregierung morgen am Tag wahrnehmen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Lenders. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Landau von der CDU-Fraktion gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich gehe ja nicht oft in der Kurzintervention nach vorne, aber wenn man in der Art und Weise hier angesprochen wird, dann glaube ich, sollte man noch einmal etwas entgegnen. Erstens, Herr Lenders, in der vergangenen Wahlperiode, als die FDP und die CDU die Landesregierung gestellt haben, und ich erinnere mich da noch sehr gut daran, wie wir im Umweltarbeitskreis gemeinsam diskutiert haben, hätte die CDU gerne eine deutlichere Position gegen K+S eingenommen und deutlicher darauf hingewiesen, dass Genehmigungen demnächst auslaufen und dass Handlungsbedarf besteht. Alleine die FDP stand auf der Bremse. Dann hatten Sie Kurzarbeit und Zwangsurlaub angesprochen, was ich ja hier sozusagen als politisches Statement des Unternehmens gesehen gedeutet habe. Da will ich Ihnen nur einmal eines sagen. In beiden Fällen, am 1. Dezember wie am 1. April, wurde der Zwangsurlaub und die Kurzarbeit damit begründet, dass die Pegelstände der Werra es nicht erlaubten, so wie erforderlich Salzabwässer einzuleiten. In beiden Fällen nachlesbar, weil Pegelmessstandsmessungen beim HALUG ist festzustellen, die Pegelstände waren ausreichend, im April sogar mit einer positiven zunehmenden Prognose. Und in beiden Fällen war festgehalten worden, dass die Stapelbecken noch nicht in ihrem Potenzial voll ausgenutzt waren. Man hätte also auch dorthin ableiten können, die Salzabwässer. Aber man hat halt den Weg der Unternehmenseinschränkung gewählt, und dann bleibt es jedem dann überlassen, das zu deuten. Dann will ich ein Letztes noch sagen, wenn nicht nur von Ihnen, Herr Lenders, sondern auch von anderen die eine oder andere Maßnahme kritisch angesprochen wird. Ich hatte ja gesagt, die zwei anderen Maßnahmen, Einleitung und Verpressung, wollen wir nicht mehr. Dann sollten Sie vielleicht auch einmal hier erklären, wie das dann alternativ stattfinden soll. Sie kritisieren nur und sehen die Probleme, die sehen wir auch, aber wir sagen, es gibt dazu keine Alternative. Aber Sie haben eben auch keine genannt. Vielen Dank. Danke, Herr Landau. Herr Lenders, Sie haben 2 Minuten Gelegenheit zu antworten. Also, Herr Landau, das, was Sie jetzt gesagt haben, macht Ihre Äußerungen in keinster Weise besser. Im Gegenteil, es macht es eigentlich immer nur noch schlimmer.
Und Sie haben gesagt, Sie wären grandios enttäuscht von dem Unternehmen. Nein, ich bin nicht enttäuscht von dem Unternehmen. Kommunikationswege könnten durchaus besser sein. Aber ich glaube, da hat das Unternehmen auch eine Menge dazugelernt. Und vor allen Dingen stecken die wirklich Millionen in die Sicherung von Arbeitsplätzen. Ich finde, das sicherlich kann man sagen, das ist alles Pflicht. Ich sage mal, da ist sich das Unternehmen, aber der Verpflichtung seiner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr bewusst. Und Herr Landau, das haben wir ja schon lange nicht mehr gehört. Egal, was die CDU macht, eine verfehlte Bildungspolitik, eine verfehlte Steuerpolitik, eine verfehlte Einwanderungspolitik, ist egal, was Sie mittragen bei den GRÜNEN. Am Ende ist immer die FDP schuld. Das wissen wir mittlerweile. Danke, Herr Lenders. Für die Landesregierung erteile ich Frau Staatsministerin Hinz das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Also, Herr Lenders, ich glaube, es ist gut, dass wir heute dann doch noch einmal eine Debatte führen zu K&S, vielleicht dann die letzte für die nächsten Monate. Aber wir haben einen wichtigen Abschnitt jetzt erfolgreich abgeschlossen, und deswegen finde ich, sollten wir diesen auch würdigen. Denn die Ministerinnen und Minister der Flussgebietsgemeinschaft haben nach langen Vorarbeiten am 18. März sich auf den gemeinsamen Bewirtschaftungsplan verständigt. Und Sie erinnern sich vielleicht, in dem Umweltausschuss am Tag vorher war noch nicht klar, ob wir das schaffen werden. Insofern ist das erst einmal ein Erfolg, der hier zu würdigen ist. Der zweite Teil des Erfolges ist aus meiner Sicht, dass die Zielwerte des Bewirtschaftungsplans vorsehen, dass im Jahre 2027 an der Weser am Pegel Bovzen der gute ökologische Zustand und am Pegel Gerstungen in der Werra eine Halbierung der Salzkonzentration erreicht werden soll. Das heißt, wir orientieren uns an der EU Wasserrahmenrichtlinie, und auch dieses ist ein Erfolg der langen Vorbereitungszeit auf Initiative des Landes Hessen. Meine Damen und Herren, wir haben immer Wert darauf gelegt als Hessische Landesregierung, dass wir auf der einen Seite die umweltpolitischen Gesichtspunkte streng als Ziel haben, aber dass wir die Arbeitsplätze genauso im Blick haben, dass wir Ökonomie und Ökologie als zwei Seiten einer Medaille betrachten. Deswegen ist es aus meiner Sicht wesentlich, dass mit dem Bewirtschaftungsplan eine Grundlage gelegt wurde dafür, dass K&S weiter produzieren kann an den Standorten in Hessen und in Thüringen, und dass es damit auch gelingen kann, Investitionen zu sichern für die Verbesserung der Gewässer und damit der Umwelt. Das ist, glaube ich, der Wesenskern auch dieses Bewirtschaftungsplans. Auch dieses ist mit diesem Abschnitt erreicht worden. Das zentrale Anliegen der Landesregierung war, dass wir es schaffen, eine Vermeidung und Verringerung von Produktions- und Haldenabwässern festzulegen, und das möglichst in der Produktion und standortnah. Das war das Ziel, und dass wir gleichzeitig festlegen, dass es eine Beendigung der Versenkung so bald wie möglich gibt, weil wir alle möchten das so schnell wie möglich beendet haben. Besser wäre es gewesen, es wäre schon passiert. Aber wir müssen auf den Rahmenbedingungen und Grundlagen aufbauen in der Politik, die wir vorfinden, wenn wir ins Amt kommen. Meine Damen und Herren, damit wir das Ziel erreichen, haben wir den Vier-Phasen-Plan mit dem Unternehmen vereinbart und dann optimiert. Der ist in den Masterplan Salz übergegangen. Jetzt will ich noch einmal deutlich sagen, warum der Vier-Phasen-Plan nicht unterzeichnet wird. Weil der Vier-Phasen-Plan das Eckpunktepapier ist, das Sie kennen. Was wir unterzeichnen wollen, ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung dazu. Und die, das habe ich auch im letzten Umweltausschuss bereits noch einmal erläutert,
ist in Bearbeitung zwischen der Landesregierung und dem Unternehmen K+S. Der optimierte Vierphasenplan ist aufgegangen in dem Maßnahmenplan Salz, der jetzt als Bewirtschaftungsplan in der FGG beschlossen wurde. Insofern ist er Fakt, meine Damen und Herren. Wir haben im Wesentlichen folgende Maßnahmen in dem optimierten Vierphasenplan festgehalten. Erstens den Bau einer der sogenannten KKF-Anlage, die die Wertstoffe Kaliumchlorid und Kaliumsulfat aus dem Abwasser zurückgewinnt. Und damit sollen eben bis 2021 die Salzabwassermenge auf 5,5 Millionen Kubikmeter reduziert werden. Morgen ist Richtfest. Der Staatssekretär Weinmeister wird dort zugegen sein für die Landesregierung, weil ich auf der Verbraucherschutzministerkonferenz bin. Aber das ist der erste wesentliche Schritt zur Umsetzung des Bewirtschaftungsplans. Und das ist gut und unterstreicht die Ernsthaftigkeit des Bemühens. Zweitens das aktive Abdecken und Begrünen von zwei der insgesamt drei Großhalden. Die dritte Großhalde Neudorf wird durch Selbstbegrünung abgedeckt. Das wird jetzt schneller in die Wege geleitet, als es ursprünglich vorgesehen war. Das ist wichtig, damit wir die Haldenabwässer schnell reduzieren können, damit eben auch die Möglichkeit besteht, dass der Werra-Bypass entweder kleiner ausgelegt werden kann oder vielleicht am Ende auch gar nicht notwendig ist, zu bauen. Und als dritter Punkt, der ist neu in der Debatte, in dem ganzen Verfahren besprochen worden und jetzt aufgenommen worden in den Bewirtschaftungsplan, nämlich das Verbringen von Produktionsrückständen unter Tage. Dieses wird erprobt. Es wird ein Monitoring gestaltet, und 2018 werden wir sehen, ob dieses zum Erfolg führen kann. Das alles ist festgelegt worden im Bewirtschaftungsplan. Ich bin sehr froh, dass wir dieses tatsächlich auch jetzt als Optionen alles festgehalten haben, genauso wie die Tatsache, dass die Versenkung bis spätestens 2021 endet. Auch dieses steht ausdrücklich so im Bewirtschaftungsplan und ist festgehalten worden in der FGG. Meine Damen und Herren, damit es hier überhaupt nicht zu Irritationen kommt bezüglich des Werra-Bypasses. Der Werra-Bypass ist als Option im Masterplan enthalten. Wir wissen nicht, ob wir auf ihn verzichten werden können. Am besten wäre es, aber das weiß im Moment noch keiner. Deswegen ist es richtig, dass das Raumordnungsverfahren weiterläuft. Es ist klar, das haben wir festgelegt, dass sich das Raumordnungsverfahren auch an den Kriterien des Bewirtschaftungsplans messen lassen muss. Die Vorgaben werden auch berücksichtigt. Das Regierungspräsidium Kassel hat die vorhandenen Unterlagen mit Blick auf den Bewirtschaftungsplan geprüft. K+S wird seine Unterlagen entsprechend ergänzen. Deswegen wird es eine nochmalige Offenlage geben. Damit ist auch klar, dass wir dieses Thema sauber bearbeiten, und zwar so, dass es nach Recht und Gesetz ordentlich geprüft werden kann, aber im Sinne des Bewirtschaftungsplans. Ich glaube, das ist das richtige Signal auch an die Bevölkerung. Ich sage noch einmal ausdrücklich, auch Niedersachsen hat dem Bewirtschaftungsplan am Ende zugestimmt, meine Damen und Herren. Bei dem jetzt beschlossenen Bewirtschaftungsplan haben wir auch Wert darauf gelegt, dass K+S den Weg gemeinsam mit uns geht, soweit es natürlich möglich ist. Wir wollen das Kooperationsprinzip weiter beibehalten, aber es ist klar, dass nicht alle Maßnahmen von K+S gleichermaßen begrüßt werden. Ein Unternehmen hat einen anderen Blick auf
die Gewässerpolitik als ein Umweltministerium. Das liegt in der Natur der Sache. Dass ein Unternehmen keine Produktionsdrosselung begrüßen kann, ist völlig klar. Das sehe ich aus Sicht des Unternehmens auch. Ich finde auch, dass es keine sinnvolle Maßnahme sein kann, weil wir ja die Investitionen brauchen für die Umweltmaßnahmen. Deswegen setzen wir gemeinsam an den prioritären Maßnahmen an. Und K&S hat ja auch zugesagt, und das ist ja auch mit Ihnen gemeinsam entwickelt worden, dass die prioritären Maßnahmen KKF, Haltenabdeckung, Versatz unter Tage und dann als Option der Werra-Bypass gemeinsam beplant werden. Und der Fortschritt wird auch regelmäßig in gemeinsamen Gesprächen überprüft. Auch dieses ist mit K&S genau so vereinbart. Das heißt, meine Damen und Herren, wir haben den Rahmen geschaffen, als Landesregierung verantwortlich, dass das Unternehmen arbeiten kann, dass die Arbeitsplätze gesichert werden können, die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie eingehalten werden können. Und die EU hat über die Bundesregierung signalisiert, Frau Abg. Schott, dass sie diesen Plan für akzeptabel hält. Ich glaube, ich habe das schon zweimal erläutert im Ausschuss. Dieses ist der Stand, der uns über die Bundesregierung zur Kenntnis gebracht wurde als Flussgebietsgemeinschaft. Und darauf stützen wir uns jetzt. Und, meine Damen und Herren, ein allerletzter Punkt. Auch die Frage der Versenkgenehmigung wird ordentlich nach Recht und Gesetz geprüft und auch beschieden, und zwar in dem Maße, wie das 3D-Modell kalibrierungsfähig ist und prognosefähig. Auch dieses steht in diesem Jahr noch an. Wenn dieses alles geschehen ist und positiv bewertet werden kann, wird K&S dafür auch noch eine Chance ein letztes Mal bekommen. Aber die Voraussetzungen dafür müssen geschaffen werden vom Unternehmen. Wie ich vorhin gesagt habe, Herr Fraktionsvorsitzender Schäfer-Gümbel, so wie es im Bewirtschaftungsplan steht, bis spätestens Ende 2021 soll dieses beendet werden, meine Damen und Herren. Ich glaube, das ist insgesamt ein runder, guter Erfolg. Deswegen war es richtig, dass wir das heute hier noch einmal besprochen haben. Danke, Frau Staatsministerin. Das perfekt besprochen haben war noch etwas voreilig. Wir gehen in die nächste Runde. Für die FDP-Fraktion erteile ich Ihrem Vorsitzenden Herrn Rentsch das Wort. Um ganz korrekt zu sein, haben Sie 5,5 Minuten, weil die Ministerin etwas überzogen hat. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das ist ein bemerkenswerter Setzpunkt der GRÜNEN, Herr Kollege Wagner. Wir machen die GRÜNEN voll motiviert mit ihrer Rednerin Frau Erfurth einen wichtigen Setzpunkt zum Thema eines der wichtigsten Unternehmen in Hessen. Und die Ministerin sagt, sie wünscht sich einmal ein Plenum ohne Kali und Salz. Frau Ministerin, da habe ich grundsätzlich Verständnis dafür. Aber vielleicht sollten Sie einmal den Dialog mit Ihrer Fraktion führen, weil ich glaube, es macht Sinn in dieser Frage, wenn es um ein so wichtiges Thema geht. Und jetzt kommen wir einmal zur Diktion. Schäfer-Gümbel, Kollege Schäfer-Gümbel hat es ja gerade zu Recht dazwischengerufen. Hier wird die Diktion mittlerweile relativ scharf. Da kriegt das Unternehmen das letzte Mal die Chance, habe ich gerade gehört. Wie soll man das denn auffassen, wenn ich da fragen darf hier im Hessischen Parlament? Ist das jetzt sozusagen die Diktion, der die Landesregierung mit K+S umgeht, meine sehr geehrten Damen und Herren? Also hier hat sich heute mit dieser Debatte hat sich schon einiges verändert. Ich glaube, das ist keine gute Entwicklung, die wir hier wahrnehmen dürfen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der von mir sehr geschätzte Kollege Landau hat vorhin etwas gesagt. Und Herr Kollege Landau, erstatten Sie mir, weil das ja auf uns ging und ich damals auch als zuständiger Wirtschaftsminister. Herr Rentsch, Augenblick mal bitte. Für Dialoge bitte ich dann doch außerhalb des Plenarsaals Raum zu schaffen. Herr Rentsch. Ich wende mich mit meinem Dialog an die Kolleginnen und Kollegen des Hessischen Landtags. Kollege Landau hat vorhin gesagt, Sie hätten gerne in der Koalition mit den Freien Demokraten mehr, ich habe es mir aufgeschrieben, härtere Positionen gegenüber Kali und Salz eingenommen. Deutlich, ich habe härtere geschrieben. Ich will jetzt aber nicht um das Wort.
Also, Kollege Landau, jetzt will ich mal offen sagen, dass ich mich wundere. Herr Kollege Lenders hat ja gesagt, dass an allem die FDP schuld war, was Sie nicht Entschuldigung, machen Herr Rentsch, ich unterbreche Sie noch bitte. Das gilt auch für die Regierungsbank. Dass an allem schuld war, was die FDP nicht machen konnte. Aber ich gebe ehrlich zu, das, was Sie damals nicht machen konnten, machen Sie jetzt. Das gebe ich zu. Wenn man das nämlich liest, was Sie zurzeit verkünden, und das, was das Unternehmen mittlerweile als Antwort, und jetzt hat man ja mal eine Antwort vom Unternehmen, auf die Maßnahmen, auf den Masterplan Salzreduzierung äußert. Und wenn ich mir, meine Damen und Herren, die Pressemitteilung von Kali und Salz zu dem Thema angucke, wo Kali und Salz schreibt, ich will das mal hier zitieren, für die Erreichung des guten ökologischen Zustands von Werra und Weser ist eine Vielzahl von Einflussfaktoren relevant, etc. pp. Ein spezielles Maßnahmenprogramm zum eigentlichen Bewirtschaftungsplan richtet sich jedoch ausschließlich auf die Reduzierung der Salzbelastung, stellt Kali und Salz fest. Es bleibt aus Sicht von K plus S fraglich, ob allein dadurch der gute ökologische Zustand überhaupt erreicht werden kann. Erstens. Diese Frage wird zu Recht gestellt. Zweitens. Kritik übt das Unternehmen insbesondere daran, dass für die Realisierbarkeit wesentlicher Maßnahmen, z.B. die Einstapelung unter Tage, derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen. Das, was Sie dort reinschreiben, dafür gibt es keine gesicherten Erkenntnisse, ob das wirklich funktioniert, meine sehr geehrten Damen und Herren. Insofern, dieser Masterplan ist an vielen Stellen heiße Luft, aber, und dann kommt es, was mich besonders interessiert, der Plan sieht zur Zielerreichung sogar Einschnitte in die Kaliproduktion vor, meine Damen und Herren. Und deshalb sind wir wieder gerade bei der Diktion der Drohung. Ja, Frau Ministerin, mit diesem Masterplan haben Sie etwas vorgelegt, was zum Schluss auch Drohungen beinhaltet, nach dem Motto, wenn Kali und Salz nicht gefügig wird, dann werden wir die Produktion zwangsweise drosseln. Ist das die Antwort der Hessischen Landesregierung auf die aktuelle Debatte, meine sehr geehrten Damen und Herren? Ist das die Debatte für ein wichtiges Unternehmen am Wirtschaftsstandort Hessen, dass man diesem Unternehmen mit Kali-Produktionsdrosselung sozusagen droht? Ich glaube, es ist ein völlig falsches Signal, so mit einem wichtigen Unternehmen umzugehen. Erstens. Kali und Salz hat in den letzten Jahren eine Reihe von Maßnahmen vor Ort aktiviert. Zweitens. Sie haben in verschiedenen Bereichen, auch was der Ministerpräsident gesagt hat, Vorleistungen gebracht. Und drittens. Ich würde mir von der hessischen Umweltministerin wünschen, dass sie für den Werra-Bypass vor Ort wirbt, meine Damen und Herren, und nicht mit einer Zwei- oder Drei-Wege-Strategie nach dem Motto, hier ist die Landesregierung dafür, die grünen Ortsverbände vor Ort und die niedersächsischen Grünen sind aber leider dagegen, letztendlich zwei eine Aufteilung macht, die einen sind die Guten und die anderen sind die Schlechten. Das Gefühl hat man doch, wenn man vor Ort ist. Ich habe Podiumsdiskussionen, wie die Kollegen auch vor Ort gemacht. Da kommen dann Leute und sagen, wir wollen das nicht. Dann frage ich, war die Landesregierung mal hier vor Ort? Wird Werbung gemacht für das Thema? Auch mal Sachinformationen geleistet? Da hört man nichts. Aber die Wahlkampagne der grünen Kommunalpolitiker an der anderen Stelle war sehr aktiv, wenn es darum geht, gegen das Unternehmen zu fahren. Das ist die Realität, wenn es um Kali und Salz geht. Und deshalb, ich nehme Ihnen ab, Frau Hinz, dass Sie hier keinen einfachen Job haben. Und da bin ich beim Kollegen Landau. Es ist keine einfache Aufgabe, hier einen Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie herzustellen. Aber erstens, Sie arbeiten mittlerweile mit einer Art Druck, den ich wirklich für sehr schwierig halte. Und zweitens, ich erwarte von dieser Landesregierung, dass wir das Gleiche machen, dass dieses Land das Gleiche macht, wie wir es beim Flughafen getan haben, in den Dialog mit den Menschen vor Ort eintritt, um zu erklären, warum dieses Unternehmen eine wichtige Bedeutung nicht nur für Nordhessen oder für Niedersachsen hat, sondern für unser ganzes Land, nicht nur als Steuerzahler oder als Arbeitgeber, sondern auch als gesellschaftspolitische Funktion in dieser Region, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das würde ich mir wünschen, und das ist eben mehr als nur einen Setzpunkt im Hessischen Landtag zu diesem Thema zu machen. Meine Damen und Herren, die Arbeit endet nicht hier, sondern sie geht vor Ort weiter. Das erwarten wir von dieser Regierung. Herzlichen Dank. Danke, Herr Rentsch. Jetzt liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir sind also am Ende der Aussprache angelangt und überweisen den Antrag 3278 aus 19 in den ULA.